Ich zeige dir jetzt die erste Strophe von White Christmas. Es sind insgesamt 16 Takte. Ich fange mit den ersten zwei an. Ich werde immer zwei Takte zeigen zusammen. In der linken Hand haben wir dann nur Viertelnoten. Das ist C, G, C, G, A, G, Fis, G. C, G, C, G, A, G, Fis, G. Ich denke, so wie in der Intro Halbtaktik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die rechte Hand spielt zuerst einen E für den ganzen ersten Takt und dann. Das ist C und F, E, Dis, E. C und F, E, Dis, E. Noch einmal das. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mit der linken Hand. C und E zusammen, dann nur die linke Hand. G, C, G. Und dann zusammen. A mit C und F. G mit E. Fis mit Dis. Und G mit E. Noch einmal das. Zusammen. Halbtaktik. Takt 3 und 4. D, A und nachher. Das ist Fis Eis mit F, H nachher. Das klingt schon sehr jazzig. Fis Eis, F, H. D, A. Fis Eis, F, H. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In beide Takte ist es zuerst eine Viertelnote und dann eine punktierte halbe Note. Also ein Schlag am Anfang und dann drei Schläge hier. Ein Schlag und dann drei Schläge hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die rechte Hand spielt zuerst C und F und dann C. Und nachher Takt 4. Dis, Fis. Und das bewegt sich ein Halbton nach oben, höher, zum E und G. Dis, Fis, E, G. C, F. C. Dis, Fis, E, G. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mit der linken Hand. D, C, F. Nachher nur die linke Hand. Nur die rechte Hand. Und Takt 4. Alle schwarzen Tasten. Und hier löst es sich auf F, H, E, G. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein bisschen schneller und Halbtaktik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt Takt 1 bis 4. Kannst du hier wechseln, dann auf jedem Schlag wechseln, 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 wechseln. Takt
5 und 6. D, A, G, F. Alles halbe Noten. D, A, G, F. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und die rechte Hand fängt auf dem zweiten Schlag und spielt Terzen. Also Terzen sind zwei Töne in Abstand von drei Noten. Also zum Beispiel F bis A und nachher haben wir G bis H und nachher A bis C. Das sind alles Terzen. Jetzt ist es schön, wenn du sie auch bindest. Die ersten zwei Terzen bindest du, indem du hier den Daumen hebst und nachher die nächste Terz drückst. Also schau mal, Daumen hebt sich, der zweite Finger bleibt liegen und dann kannst du wieder ganz normal weiter drücken. Und das ist leichter zu binden. Takt 5 nochmal. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich gar nicht die Töne gesagt. Das ist F, A, G, H, A, C. Takt 6. F, D, C. Wieder eine Terz jetzt. G und H. Und A. Nochmal Takt 6. F, D, C, G, H, A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zusammen, wir fangen mit der linken Hand. Dann die erste Terz. Dann zusammen A mit G, H. Rechte Hand. G mit F, D, das ist schon ziemlich dissonant. C, F, G, H ist auch dissonant. Und A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Halbtaktik. Takt 7 und 8. Die linke Hand hat weiterhin halbe Noten. E, D. Dann C, das ist das mittlere C. A, C zusammen. Und As. E, D, C, A, C, As. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und die rechte Hand spielt nur G am Anfang, nachdem sie kommt einfach nur auf G. Und Takt 8 spielst du nochmal G mit dem fünften Finger, also vom Daumen kommst du auf den fünften Finger. Und dann C, D. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zusammen. E, D, G. Linke Hand. A, C, G. As mit C. Und D. Nochmal das. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich spiele Takt 5 bis 8 ganz langsam. Ein bisschen schneller. 1, 2, 3.
1 bis 8, dann haben wir schon die Hälfte von der Strophe. Das Pedal, du wechselst hier, 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 hier. Takt 9 bis 10, die linke Hand. C, G, H, G und Takt 10, C und B. C, G, H, G, C und B. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die rechte Hand. Zweimal E. Und Takt 10. Wieder E mit dem zweiten Finger. Und A mit dem fünften Finger. Und auf dem vierten Schlag kommt noch G. E, 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 A, G. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zusammen. C mit E. G. So schön. Die nächsten zwei Takte. F, G, A und F und A. Takt 12. F, G, A, F und A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die rechte Hand spielt zweimal C. Und Takt 12. C, G, F. C, 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 G, F. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zusammen. F mit C. Links. A mit C. Und dann F, A, C. Und um die rechte Hand. Bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Takt 9 bis 12. Ich zeige dir jetzt, wo du das Pedal wechselst. Takt 9 bis 12. Also hier auf 1 und hier nur wenn du willst. Also es gibt Noten, wo du es unbedingt wechseln musst und Noten, wo es nach deinem Geschmack ist. Also hier auf 1 wechseln und hier vielleicht. Hier wechseln auf 1 und hier vielleicht. Hier auf 1 wechseln. Und hier vielleicht wechseln. Hier wechseln und hier vielleicht.
Und jetzt fehlen uns nur noch 4 Takte. Die linke Hand Takt 13 und 14 spielt. G, E, G, E, A, F. G, E, G, E, A, F. Das sind vierte Noten und dann zwei halbe Noten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und die rechte Hand spielt diese Terz. C und E. Für einen ganzen Takt, also der ganze Takt 13 und Takt 14 hat sie vierte Noten. C, F, E, D, C. C, F, E, D, C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zusammen hier auf 1. Linke Hand alleine. Zusammen A mit C, F. Rechte Hand allein. F, D zusammen. Rechte Hand allein. Zusammen, rechts, zusammen, rechts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Takt 15 ist es schon. Jetzt G, F. Und Takt 16 kommt noch ein G. G, F. Dann über den Daumen zum G. Du könntest natürlich strecken, aber für mich ist es sehr weit. Oder du fliegst zwischen den Tasten. Ich spiele es am liebsten so. Zum Zählen ist es ein bisschen speziell, weil du hast zuerst eine vierte Note und dann hast du eine sehr lange Note, weil die geht über den Takt. Du zählst 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die rechte Hand fängt mit einer Sekunde an, C und D, und nachher C, A, da fliege ich zwischen die zwei Tasten, ich binde das nicht, C, A, F, C zusammen, A, S, D auch zusammen. C, D, C, A, F, C, A, S, D. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zusammen. Bis 16 und sage dir, wo ich das Pedal wechsle. Hier wechseln, 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 wechseln und wechseln. Und jetzt nehme ich die zweite Hälfte der Strophe, also Takt 9 bis 16 und ich denke es Halbtaktik. Länger.
Da ist eine Fermata über die Noten, das heißt ein Verhalten. Sich die wirklich Zeit nehmen, genießen, bevor es zur nächsten Strophe geht. Ich spiele noch die ganze erste Strophe durch, ganz langsam. Vielleicht hast du noch irgendwo Unsicherheiten, dann kannst du es genau anschauen. Takt 1. Einfach nur zum Genießen, auch wenn du es ganz langsam spielst. Also genieße es, stell dir was Schönes vor, Weihnachten. Ah, das machst du sowieso wahrscheinlich bei so einem Stück. Ja, viel Spaß damit. Bei diesem Teil, also bei dieser ersten Strophe, bist du ein bisschen mehr gefördert wie bei der Intro. Aber das packst du und dann sehen wir uns im nächsten Video bei der zweiten Strophe. Tschüss!